Wieso kommt jetzt eine Cap-Analyse zu Max Emmerich? Ich meine, der Typ ist irrelevant und sollte irrelevant bleiben. Es wäre auch ehrlich gesagt fast gar nichts mehr zu ihm gekommen. Problem an der ganzen Sache ist einfach, der Typ hat sich über mir gestellt. Über mir. Und das Ganze kann ich mir einfach nicht gefallen lassen. In diesem Video werden wir ihn einerseits auf den Boden bringen und ihn andererseits zeigen, dass es ein großer Fehler war. Kommen wir zur Vorgeschichte. Ab und zu machte ich auf meinem Hauptaccount Videos zu ihm, der übrigens gesperrt worden ist mit fast 300.000 Abonnenten. Und egal wie sehr ich ihn geflaxt habe, er freute sich sogar drüber. Und warum? Weil er dadurch wieder Aufmerksamkeit bekam. Spulen wir die Zeit ein bisschen vor, ich war live auf Twitch. Er kam in mein Chat rein und ich hatte die Idee, mit ihm im Stream zu reden. Also habe ich ihn in Discord geholt, also haben wir im Stream gesprochen und ich war sogar korrekt zu ihm. Zu dem Gespräch kommen wir aber gleich. An dem Tag hatte ich glaube ich 40 Zuschauer und ich hatte sogar das Gefühl, dass er sich gefreut hat, vor 40 Menschen sich öffnen zu können. Merkt euch dieses 40 Zuschauer. Was nun aber ganz wichtig ist, ich war korrekt zu ihm, obwohl ich es eigentlich gar nicht sein sollte. Danach schrieben wir auch kurz und es war einfach dieses, ich bin korrekt zu ihm, obwohl ich eigentlich flachsen sollte, weil es alle wollen. Dazu war ich auch wirklich der Einzige, der ihnen helfen wollte. Spulen wir die Zeit weiter vor, er war live. Ich kam in seinen Chat und er machte wieder sein, ja, ich schneide mir jetzt die Glatze bei 1000 Zuschauern, keine Ahnung was. An dem Tag hatte er 100 Zuschauer, weil er sie auf diese Weise rübergeholt hat. Mäßig, ich schneide mir jetzt die Glatze, kommt alle rüber auf Twitch, das geht nur da und keine Ahnung was und Leute waren neugierig und gingen rüber. Und ich da einfach nur aus Spaß, ich schreibe in den Chat, ey, mach was Neues. Plötzlich war der einfach arrogant. Plötzlich kommt er mit, ja, was willst du von mir? Du siehst doch, es läuft, Alter, es läuft doch, Mann. Und hat sich plötzlich richtig angegriffen gefühlt, obwohl ich nur Spaß gemacht habe. Das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, weißt du was, du bekommst eine Cap-Analyse. Und plötzlich spielt er richtig den Harten. Was willst du? Was denkst du, wer du bist? Willst du jetzt den Larry hier spielen oder was? Du mit deinen 30 Zuschauern, wer bist du? Nur weil bei mir läuft und bei dir nicht? Junge, wer bist du, Max Emre, dass du so mit mir redest? Das, was du hast, sind keine richtigen Zuschauer. Ob TikTok oder Twitch-Livestream, die Leute kommen einfach nur rein, um dich zu beleidigen. 100 Zuschauer, von denen ich 70 beleidigen. Du hast Subchat an mit 30 VIPs und 15 Mods, die dir an den Eiern hängen, weil die sonst nirgendwo Mod oder VIP werden. Auch wenn ich in meinem Stream an schlechten Tagen 30 Zuschauer haben sollte, kommen die nur aus dem Grund rein, weil sie von mir unterhalten werden wollen, weil sie sich für mich interessieren. Sie kommen mit deinem Ehrenmann rein und gehen mit deinem Ehrenmann raus. In deinem Stream kommen die Leute mit du Hurensohn rein und gehen auch wieder mit du Hurensohn raus. Das ist der Unterschied. Und wenn du 300 Zuschauer hast, meine 30 Zuschauer sind immer noch wertvoller als deine. Vor allem denkst du ernsthaft, dass du eines Tages dadurch Fan wie Montana Black wirst, aber seh der Realität ins Auge. Auch wenn du 3 Jahre so weitermachst, wirst du unrelevant wie scheiße sein. Einer sein, den keiner mag. Den jeder einfach nur beleidigt. Alle, die im Stream dabei waren und gesehen haben, wie ich mit ihm gesprochen habe, wissen, ich habe ihm die Hand gereicht. Ich war der Einzige, der ihm die Hand gereicht hat. Und nur weil ich ihm aus Bitterheit die Hand gereicht habe, dachte er plötzlich, er kann so reden, wie er will mit mir. Und aus dem Grund werde ich dir die Hand, die ich dir gereicht habe, jetzt in den Arsch stecken. Ich werde dich jetzt ganz kurz wegficken wie eine fucking Porno-Diva und dann dackelt abtreten wie mit Jordan-Sneaker. Viele wollen nun die ganze Wahrheit zu Max Emre und fragen sich, was hinter all dem steckt. Wieso macht er mit dem weiter, was er gerade macht, obwohl er beleidigt, bedroht und keine Ahnung was wird? Und das, was ich euch nun erzählen werde, betrifft viele. Wie auch zum Beispiel ein Volkan, der ja auch nur groß geworden ist, weil er gehatet wurde. Und jetzt die Frage, wieso machen diese Menschen trotzdem weiter, obwohl sie gehatet werden? Ich habe euch gerade eben noch davon erzählt, dass ich mit Max Emre im Stream geredet habe. Und ich fragte ihn, wieso machst du das? Wieso machst du nicht einfach was Vernünftiges? Ich kann seine Sätze nicht eins zu eins wiederholen, aber ich kann euch ungefähr sagen, was er meinte. Er sagte Sachen wie, wenn er was Vernünftiges machen würde, würde es viel länger dauern und er es viel besser findet, wenn es schneller geht und er dafür sogar die Beleidigungen und Drohungen und keine Ahnung was in Kauf nimmt. Der Junge sagte mir, er braucht einfach Aufmerksamkeit. Egal ob gut oder schlecht, er braucht einfach Aufmerksamkeit. Wie er mir auch sagte, weil er sie privat von fast niemandem bekommt. Und wieso ich kein Mitleid habe mit ihm? Ich habe ihm erklärt, dass es nicht das Wahre ist und er sich verbessern kann. Erstens habe ich ihm erklärt, dass er immer dieses eine Opfer bleiben wird und zweitens, dass genau das sich ewig halten wird. Ich meine, stellt euch so vor, jemand, der unehrlich ist, wird höchstwahrscheinlich schnell an sein Ziel kommen. Aber was war er? Unehrlich. Was wiederum heißt, dass er gelogen hat und genau diese Lügen eines Tages auffallen werden und das Ziel, was er schnell erreicht hatte, wie ein Kartenhaus zusammenfallen wird. Aber jemand, der immer ehrlich war und Geduld hatte, bei dem wird es zwar länger dauern, aber es wird halten und sogar größer als das, was mit Lügen erreicht hattest. Und genau das erklärte ich ihn auch und genauso habe ich ihm Tipps ohne Ende gegeben, habe ihm gesagt, erzähl das, was du mir erzählt hast auf TikTok, entschuldige dich und Leute werden hinter dir stehen. Aber ihm waren diese nicht reale Aufmerksamkeit wichtiger und er machte weiter mit seinem Schwachsinn. Die Wahrheit über ihn und all die anderen, die negative Aufmerksamkeit haben wollen, ist einfach, weil sie keine andere Aufmerksamkeit bekommen. Und wieso ein Max Emre plötzlich so dreckig mit mir geredet hat, ist einfach, weil er sich wegen 100 Zuschauer groß gefühlt hat. Ich checke es erst jetzt, dieser Typ hat einfach eine Krankheit. Menschen wie er brauchen einfach Hilfe. Es ist die traurige Wahrheit und wir sind daran schuld. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach, wenn Menschen durchziehen, bekommen sie meist keine Aufmerksamkeit. Dann testen sie was Kleines, was alle triggern und sehen, es klappt. Plötzlich bekommen sie Aufmerksamkeit ohne Ende und machen genau damit weiter, obwohl sie schlechte Aufmerksamkeit bekommen, weil für Menschen wie ihn hohe Zahlen sind. Und leider gibt es sehr viele Menschen von euch, die denken, wenn sie in sein Live reingehen, ihn beleidigen, keine Ahnung was,
dass sie ihn hops genommen haben. Er hat euch damit hops genommen. Er hat euch doch so in sein Live gelockt. Das verstehen aber die meisten nicht. Wenn er euch abfuckt, dann macht, was ich euch sage. Geht nie in sein Livestream, weil ihr pusht ihn damit. Wenn ihr ihn auf eurer For You seht, einfach blocken. Nicht so sein Live gehen, einfach blockieren. Das ist millionenmal besser, als ihn zu beleidigen. Weil erstens macht er eine Sünde und zweitens pusht ihr ihn damit. Weil er möchte euch in sein Live haben und er möchte, dass ihr ihn beleidigt. Hört zu. Ich zeige euch jetzt, wie ihr euch alle verarscht. Er ist auf Twitch Live und plant das mit den Leuten. Was passiert jetzt? Wir werden jetzt auf TikTok gehen und suchen uns auf uns eine Glatze schneiden, damit viele Leute reinkommen und wir viele neue Follower bekommen. Und dann spricht er es mit den Leuten ab. Wenn alle sagen, dass wir uns eine Glatze geschnitten haben, sage ich eins in den Chat, wer dabei war, als wir uns die Glatze rasiert haben. Und dann schreibt er eine 1 rein, okay? Er verdeckt seinen Kopf und sagt, wir tun so, als hätten wir schon eine Glatze. Und alle, die rüberkommen, verarschen wie mit 1 in den Chat, dass ich schon eine Glatze gemacht habe. Da müsst ihr alle mitspielen, sagt er. Jetzt geht er live, um genau die Menschen zu veräppeln, die sich über ihn aufregen. Und die Menschen, die sich über ihn aufregen, sind seine besten Supporter. Das müsst ihr checken. Und jetzt fängt er an, euch reinzuholen. So Leute, was geht ab? Bei 100 Zuschauern werde ich mir hier die Augenbrauen abrasieren. Die Glatze haben wir ja bereits. Machen wir eine Maske auf, damit die Leute mich nicht sofort erkennen. Weil die meisten Leute, die mich kennen, die wissen schon, dass es eben Prank ist. Wie gesagt, Freunde, euer Fehler ist einfach, dass ihr da reingeht, denn das ist sein einziges Ziel. Wir verarschen nochmal die ganze kleine TikTok-Community. Junge, und dann beginnt seine Show. 8, 7, 6, 5, 4. Ich sag's nochmal für die Leute, die neu dazugekommen sind. In 4 Sekunden aktiviere ich wieder die Kommentare. Wenn das erste Kommentar eine Beleidigung ist, gehe ich direkt offline, lösche meinen TikTok-Account. Falls das erste Kommentar keine Beleidigung ist, bekommt die Person, die als erstes reingeschrieben hat, direkt den Moderatorstatus, kann direkt andere Leute stumm schalten, direkt andere Leute wegbannen. So wie Chefstrobe bei Trimax oder Big Mac bei Montana Black. Mehr brauche ich auch nicht sagen und mehr brauche ich auch nicht zeigen. Zwar könnte ich noch 1000 Dinge über ihn sagen oder 1000 Dinge zeigen, aber ich denke, das reicht erstmal. Ihr tut ihn einfach nur einen Gefallen damit, wenn ihr da reingeht und irgendwas reinschreibt. Aber ich hoffe, nach diesem Video hört ihr auf damit. Und nochmal zu Max. Denk nie wieder, du bist was Besonderes, weil du ein paar Mal Leute rübergeholt hast. Mach weiter so, wie du gerade machst. Wie heute wirst du auch in 2 Jahren ein Nichts bleiben. Und denk nicht, dass diese schlechte Aufmerksamkeit dich jemals weiterbringen wird. Bekomm dein Leben im Griff und mach was Vernünftiges. An deiner Stelle würde ich einen Livestream machen, wo ich darum bettel, dass die Leute dir mal richtige Tipps geben sollen, wie du dein Leben im Griff bekommst.